Hallo Welt, hier ist Garmel4304 mit Let's Play Robot Bones Fishy, dem dritten Teil der Robot Bones Serie, und wir fangen einfach direkt an mit einer neuen Story. Es ist das Jahr 2006 und ein paar Tage. Robot hat Kitty seit zwei Spielen und im letzten Spiel hat er einen Freund für Kitty gefunden, nämlich Puppy, aber die konnten sie nicht leiden. In einer letzten Hoffnung hat er... Um eine Kreatur zu finden, die mit Kitty klarkommt, hat er die beiden in Stase gesetzt und ist auf der Suche nach dem letzten freundlichen Lebensfreund des Universums, die in einer Mine irgendwo am Arsch der Welt ist, und Robot will jetzt Fische haben. Yay. So, was hat sich getan seit dem letzten Spiel? Wir können immer noch laufen. Und wir können springen. Und wir können uns episch ducken. Und dort unten ist Fischi. Und ich weiß nicht, was ich Robot dabei dachte, dass ein Fisch und eine Katze klarkommen könnten. Es ist auch völlig egal. Ja, ich habe das Spiel vorhin schon aufgenommen, 10 Minuten. Ich habe leider durch den zweiten Bosskampf des Spiels, BattleBat, oh Gott, wie ich ihn hasse, leider vergessen, das Video rechtzeitig zu stoppen, dass es nicht zu groß wird. Entsprechend muss ich es jetzt mal neu aufnehmen. Das Gute ist, ich weiß, wo es am Anfang lang geht. Das Schlechte ist, es ist nicht ganz so blind, wie ich es gerne gehabt hätte. Egal. Hüpp. Ja, was noch ist, es gibt diese lustigen Kristalle, die verhindern, dass ich hier die verringern, die Zeit, ich brauche. Ich habe mein erstes Upgrade, die Robot Bombs. Ich kann Bomben werfen mit episch gewaltigen Explosionen, die unendlich Schaden machen. Oder so in die Richtung. Ja, sie zielen sich genauso beschissen wie Kitty. Ich sterbe, weil mir die Zeit scheißegal ist. Und ich springe runter und es geht nach rechts. Und dort unten ist mein erster Boss. Ja, immer Checkpoints, ich kann unten oft sterben. Und neu, Bosse haben einen B-Balken unten rechts mit Namen. Bosse haben Namen, das ist ja erstmal was. Mein erster Boss heißt Dungeon S-Crab. Und wir machen ihn fertig mit allen Regeln der Kunst, mit unseren Bomben, ultimativer Zerstörung. Und wir erhalten diesen Kristall, den Teleporter-Kristall. Mit dem können wir den Teleporter, der gleichzeitig das Hubgebiet der Welt ist, benutzen. Ja, wir spielen komplett unter der Erde, eine große Anlage wie immer. Und mit diesem Teleporter können wir uns über die einzelnen Räume bewegen. Wir wollen zuerst in die Kristallhüllen. Hüpp, hüpp, hüpp. Du stirbst, du stirbst, du stirbst. Ja, die Schnecken sterben nicht endgültig, sie gehen... Die ziehen sich in ihre Panzer zurück und sind dann zwar unangreifbar, aber die können mir auch nicht wehtun. Und ich glaube, ich habe gerade wieder verlaufen. Egal. Hüpp. Ja, da geht es nicht so richtig weiter, habe ich das Gefühl. Ja. Oder? Nein, da komme ich nicht durch. So, Teleporter. Speichern. Ja, die gerade in dem Gebiet sind die Sprünge ein bisschen knifflig, weil man hier sehr präzise springen muss. Hüpp. Aber es geht noch. Gut, Speicherpunkt und ich will oben lang. Ja, es hat auch auf jeden Fall wirklich mehr Metroidvania dieses Mal mit drin. Es gibt kilometerweit Backtracking und hast du nicht gesehen. Und erheblich mehr Fähigkeiten. Man sieht es unten links. Wir haben ein riesiges Arsenal an Kräften dieses Mal. Robot wird von Mal zu Mal mächtiger. Auch wenn er immer noch einen einzigen Treffer einstecken kann. Hüpp, 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 hüpp. Danke. Und dort oben haben wir unser nächstes Upgrade. Rustproofing. Jetzt kann Robot unter Wasser übernehmen. Ja, jedes Gebiet hat seine eigene Thematisierung. Das ist das Kristallgebiet mit tödlichen Kristallen überall. Die natürlich sofort tödlich sind. Woher kennen wir das nur? Egal. Dann gibt es rechts, sieht man, dieses Unterwassergebiet. Es gibt ein Gebiet mit Lagerkisten, großen, vielen. Ja, Lagerkisten. Es gibt ein Fabrikgebiet mit... Wie nennt man das? Stampfmaschinen? Ich nenne sie einfach mal so.
Und es gibt eine. Das Startgebiet, den Eingang. Und dann gibt es noch eine Höhle voller Fledermäuse, die eleganterweise Batcave genannt wurde. Badam dadam 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 dadam. Batcave. Ich weiß, falscher Film, aber das ist mir egal. Ja, also unser Wassergebiet. Und Robert, paddelt. Man kann nur dieses Spiel sagen, was man will, aber der Stil ist genial. Gerade Robert hier paddelt. Und er paddelt, als gäbe es keinen Morgen. Aber das ist ihm egal, denn er ist ja ein Roboter. Wie er auch immer Freunde haben wollen kann, ist ein Rätsel. Ja, runter, 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 runter. Die Quallen des Todes ausweichen, die mit Lasern schießen. Nimmt runter und drüber. Oh. Runter. Speichern. Ja, warum mache ich das Ganze? Wie gesagt, ich habe es vorher gespielt. Bis Batcave. Tritium. Sprengköpfe. Und jetzt können Bomben nehmen. Boom. Nein, das war falsch. Boom. Machen. Aber nicht unter Wasser, denn unter Wasser können wir nicht schießen. Warum auch immer. Da. Hoch, 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 hoch. Rechts, rechts, rechts. Hoch, 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 hoch. So. Ja, boom. Boom, boom, boom. Die Bomben sind natürlich eine geniale Waffe. So. Hä? Üpp. Teleportieren, 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 teleportieren. Batcave. Mit dem Batmobil. Leider habe ich das noch nicht gefunden. Es wäre praktisch. Dann mit Robert so schwarzes Cape umziehen und durch die Mine düsen. Ja. Ja, ich spreche wieder mit Witze. Okay, das ist noch kurz. Na dann schau ich mal. Okay, hier haben wir unseren. Ich hasse dich. Da ist er. Da ist er, der zweite Boss. Battle Bad. Ja, die erste Form ist gepanzert. Das heißt, wir hätten sie mit unserem Standardwurf am Anfang nicht treffen können. Und ich hasse ihn. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Denn er hat eine ganz dumme Angewohnheit. Er geht gerne in die obere linke Ecke des Kampfgebiets und hängt dort fest und ich komme nicht mehr ran. Deswegen habe ich tatsächlich an diesem einen Boss 10 Minuten gesessen. Und ja, das hat mich auch einmal zerschossen. Ich hasse diesen Boss. Da, los. Das Schlimme ist, er hat zwei Formen. Das heißt, jetzt die Panzerung weg und jetzt hat er an Geschwindigkeit zugelegt und nochmal in eine volle HP-Leiste. Und nein, 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 nein. Er ist in der Ecke drin. Gut, es gibt uns Gelegenheit, mal nach links zu gehen. Denn so schnell kommt er aus der Ecke nicht wieder raus. Und deswegen ist dieser Boss ein Marathon-Boss. Hier drüben gibt es den Schild, den Energieschild. Jetzt kann Robert einen Treffer einstecken. Genau ein. Das heißt, er hält doppelt so viel aus wie bisher. Das ist gewaltig. Könnte man sagen. Will ich aber nicht. Denn ein Robert ist nichts gewaltig. Ja, sie sind aus, der Schild verschwindet und wir sind wieder auf 1 HP runter. Los, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Los, Boss, Smashing. Bomben. Away. Warum? Warum hast du mich? Warum? Komm her, komm her. Ja, jetzt komm her. Komm her. Ich töte dich. Ich töte dich so sehr. Er hat noch eine HP-Leiste. Warum? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Er hängt wieder fest. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Tod, Tod und Zerstörung. Globale Vernichtung. Na. Ah. Tod, Sturm,
Ultimate Miss. Oh Gott. Bitte komm her. Was? Nochmal? Warum? Warum? Da ist er da. Los. Wow. Das hätte fast schon Skill sein können. Aber ich weiß, dass es Luck war. Jetzt habe ich ihn. Müsste ich noch bald tot haben. Er ist tot. Er ist tot. So schön, so schön. Multibomb. Oh. Okay. Das hätte ich gerne vorher gehabt. Aber das alles so, was es hier gab, ein bisschen enttäuscht gerade. Gut, meine Uhr sagt 12 Minuten. Habe ich noch Zeit. Da will ich mal gucken. Wir wollen schon, was hier ist. Also ab jetzt ist es eigentlich ziemlich blind. Wisst ihr, was ich noch so in Erinnerung habe? Oh. Okay. Ah. Nett. Das ist mal eine schöne Art von Zerstörungswut. Definitiv. Und hier will ich auf jeden Fall auch die Multibomben nutzen. Für globale Zerstörung. Die sind wirklich höchst sympathisch. Die Bumsche. Hüp. Oh. 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 Der Double Jump. Warum nicht er? Der Double Jump. Yay. Was machst du denn? Nichts. Absolut nichts. Manchmal ist auch die Explosion eine Belohnung. Okay, das hat gerade einen Preis verdient. Die Explosion ist die Belohnung. Cool. Das ist cool. Hier ist noch eine große Explosion. Hallo, große Explosion. Da ist noch ein Bombenabgerichte. Bombe erkannt. Bombe einkassiert. Dolomit-Infusion. Bomben-Schaden erhöht. Nett. Oh, wer bist du denn? Sag. Na, oh, ein Boss. Bosse findet man hier alle 100 Meter. Das ist nicht mehr feierlich. Ich hoffe mal gerade, dass wir da hinkommen. Ich glaube, ich habe hier das den Eingang in ein anderes Gebiet geöffnet. Los. Ah! Das war mein Tod. Nett. Hallo Tod, hier ist HZ3 und wie geht es dir? Ich bin gerade gestorben. Und ich habe dafür 38 Aliens-Preis getötet. Ich komme euch nur mit dem Schild durch. Und dann tötet mich das fliegende Vieh. Gut, dann würde ich sagen, das war die erste Folge Robert. Let's play Robot Wants Kitty. Bis zum nächsten Mal.